Gott sei Dank segnen alle. Das liegt mir jetzt dann schon seit ein paar Tagen im Herzen. Seit ich da zu diesem Berg Juf hinaufgehen konnte, ja, zu diesem Bergdorf. 2126 Meter sind es, glaube ich. Das war herrlich. Ich vergiss das nicht. Bald darf ich ja noch höher hinauf. Das wird spannend. Aber so viel dazu. Wo ich dann da war, es gab noch eine Begegnung. Ja. Und das geht mir nicht aus dem Kopf. Da kam dann als letztes, bevor der Bus kam, kam ein Velofahrer hoch. Ja. Und zwar ein ziemlich bulliger Velofahrer. Ja. Einer, der, dem traut man zu, dass er wirklich den Tour de France fährt. Ja. Er war wirklich also mit Nummer auf dem Rücken und alles. Und dann kam er da. Und wo parkiert er? Genau dort, wo der Postauto dann eigentlich hinkommt. Ja. Da haltet er an. Ich bin direkt auf ihn zugegangen. Ich war dort schon auf der Bank, am Sitzen, auf den Bänken. Und dieser Typ hat so ausgesehen. Ja, hat ein Kopfding und so am diesen Helm, ein Kopfding, Schutzhelm. Ja, einfach diesen Helm weggenommen und die Brille weg und zum den Traktat lesen, ich muss so lachen, das war so speziell. Ich habe so gestaunt, er hat genauso ausgesehen wie unser Herr Jesus selbst, wie er in den Filmen dargestellt wird. Habe ich auch ziemlich erstaunt, so ja, also so dunkelblond und der Bart auch und das Gesicht auch und die Augen irgendwie so blau-grün oder so, richtig so wie... Wie von einem Johannes-Evangelium-Film oder so irgendwie. Habe ich so interessant gefunden. Dann hat er es gelesen und hat gesagt, was ist das und so. Und dann, aber bevor ich ganz antworten konnte, so erinnere ich mich, hat er hinten schon gelesen, dass es um unseren Herrn Jesus Christus geht. Und er hat mir zurückgegeben, er hat gesagt, ich bin raus aus der Kirche. Und dann ist er von mir weggelaufen. Ich habe gesagt, ich predige dir doch nicht die Kirche. Ja. Er hat dann mir gesagt, so ganz komische Bewegung gemacht. Ja, er hätte mich genauso gut auch irgendwie verfluchen können oder so. Er hat mir dann gesagt, ich bin 5,5 Stunden jetzt hinaufgefahren. Jetzt hat dann so mit den Händen so, ich soll so Abstand halten. Ich bin ja gar nicht auf ihn zugelaufen. Ja, es hat mir nur gestört, dass ich über unseren Herrn Jesus Christus geredet habe. Ja. Interessant, was ich jetzt erzähle. Jetzt hör genau zu. Der wird mich nicht mehr vergessen. Das kann ich dir versprechen. Nicht wegen dieser Begegnung. Ich habe ihn danach noch mehrfach gesehen. Und er mich auch. Beim einen Mal habe ich es gesehen, dass er mich gesehen hat. Und das hat ihn ziemlich geschockt. Er hat es nur 5 Minuten dort ausgehalten. Hat Pause machen wollen. Ja. Aber er hat es nicht ausgehalten. Er ist dann weg. Ja. 5,5 Stunden lang den Berg hinauffahren mit dem Velo und dem traue ich das zu, das kannst du mir glauben. Ja. Und nur 5 Minuten. Und ich habe ihm dann so ganz freundlich gesagt, ciao und so. Und er wollte mir gar nichts sagen, hat er auch gesagt, ciao. Dann ist der Bus gekommen. Mit dem Bus runterfahren geht eine Stunde. Ich empfehle es jedem. Es hat ganz spezielle Passagen, wo, naja, ist möglich, dass du dann ziemlich rasch beim Herrn bist. Das meine ich nicht lustig, das ist heftig. Ja. Da kommt der Postauto durch, nur wenn er irgendwie der Auto entgegenkommende Auto irgendwie so zurückweicht oder so, der Rückwärtsgang, ja. So etwa. Und dann waren wir unten beim Ort Ander, ja, da wo ich zuerst missionieren durfte. Und ich bin dann da und da gab es auch viele Arten der Verführung vom Teufel, habe ich alles gesehen. Ja. Dort war es so etwa circa 40 Grad oder so war dort. Das hat man richtig gespürt. Ja. Und die Personen waren auch dementsprechend drauf, wo ich auf diesen Bus dann gewartet habe, der mich von Ander wegholen sollte. Ja, was meinst du?
was geschah da? Weißt du, wer da dann auf einmal vom Berg runterfährt? Ja? Das war dann diese Person, dieser Mann. Da kommt er mit dem Velo runter, ja? Und ich bin dort schon längere Zeit am Warten gewesen auf dem Bus. Musste da 20 Minuten oder so auf den Bus warten. Und da kommt er wieder. Und er hat mich gesehen. Er war langsam am Fahren. Er hat mich da gesehen. Ja. Er hat so ganz leicht so wie so rüber geschaut und hat mich gesehen. Und ich habe so gelacht. Ich konnte es nicht glauben. Ja. Und das Interessante ist, danach ist der Bus gekommen. Und von an der runterfahren zum nächsten Ort, das geht auch eine ganze Weile. Ja. Das sind noch 20 Minuten oder so. Und diese Zeit habe ich diesen Mann dann wieder mehrfach gesehen unterwegs. Ja. Das war extrem. Und er war nachdenklich und er hatte wirklich lange Zeit zum Nachdenken. Ja. Er hat wirklich Stunden und Stunden und Stunden Zeit zum Nachdenken, wo er auch wohnt, wo er auch hinfährt mit dem Velo, mit seinem Rennvelo. Also Mountainbike oder was sagt er, ein Rennvelo, ja, das war ein Rennvelo, wirklich. Dieser nur mit einem Finger dick und so, ja. Der wird mich nicht vergessen. Ich hoffe, dass er da nachsinnt und nach unserem Herrn Jesus Christus fragt. Ja, weil diese Begegnung, das hat der Herr organisiert. Ja, das ist nicht zu mich rühmen, aber überlege dir. Da hinauf, ja, diese Entfernung, die ich mit dem Zug und Bus da alles auf mich genommen habe, alle ihre Gebühren, ja, und da bin ich da und der Herr hat mir Personen da hingeschickt, die waren so speziell, ja. Das war so etwas von intensiv, diese Zeit. 31 Personen sollen da wohnen, das war sowas von extrem. Ich sagte, das wären dort 3000 gewesen. Das war extrem. Und diese Person, das war wirklich die Krönung. Ja. Der hat das dann wieder gehört. Seine Reaktion, das weiß ich nicht. Wie hat er noch reagiert an diesem Abend? Hat er sein Herz aufgetan? Hat er unseren Herrn Jesus Christus in sein Herz aufgenommen? Das ist die Frage. Wenn er das nicht getan hat, geht er verloren, ja, wie der Rest der Welt. Aber hat er es getan, dann werde ich ihn im Himmel wiedersehen. Und das wird dann ein interessantes Begegnen sein. Weil ich durfte ihm mehrfach dort begegnen, ja, in dieser kurzen Zeit. Der arme Kerl hat nur 5 Minuten Pause gemacht, ja. Nur wegen mir. Er hat es nicht ausgehalten, ist wieder weg. Und genau im richtigen Zeitpunkt bin ich dort unten. Und er fährt vorbei und dann langsamer und, und genau dort sieht er mich dann. Das ist schon gigantisch gewesen, diese Begegnung. Das wollte ich so weitergeben. Die nächsten Projekte, Ninive, am Sonntag geht's weiter. Samstag ist auch ein anderer Ort, aber es wird nicht mehr im Voraus gesagt. Ja. Die Gründe dafür, die lasse ich mal. Ja. Wie ich mir jetzt auch immer mehr angewöhne, weniger preiszugeben, auch anderen Personen. Ja. Nur noch wenigen Personen sage ich weiter, wie und was und wo und warum. Ja. Weil ich habe gesehen, wenn man zu vielen zu viel sagt, kommen zu viele Meinungen, und dann gibt es nur Probleme. Besser weniger preisgeben, ja. Weniger weitersagen. Was genau solches betrifft. Mehr Zeugnis abgeben. Man wird einfach, so Gott will erlaubt, einiges an Videos sehen. Am Samstag bin ich sehr weit weg. Und Sonntag bin ich an einem sehr schönen Ort. Mal schauen, wie ich das schaffe und ob ich wieder runterkomme. Ob ich wieder nach Hause schaffe. Steht alles in den Sternen. Das weiß ich nicht. Mal gucken, was der Herr vorhat. Aber dieses Zeugnis auf jeden Fall wollte ich dir geben, damit du die Gnade des Herrn verstehst. Ja.
dieser Mann war der einzige Rennvelofahrer, der da hochgekommen ist. Ja. Kam auch so etwas wie eine Biker-Tour oder so irgendetwas, kam da auch hoch, ja, mit Motorrädern und so, mit Harleys und so. Zu denen konnte ich nicht mehr und dann kam auch der Bus und dann ging ich runter. Und da unten der Herr hat ihn erneut erinnert, ja, erneut erinnert. Ich hoffe, es war so interessant für dich wie für mich auch. Ja, Amen.